Telefonisch gratuliert Donald Trump seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu dessen Wahlsieg. Dabei diskutieren die beiden Präsidenten auch ein bilaterales Gipfeltreffen, in dem Trump Putin zu dessen Wiederwahl gratuliert habe. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Frage gewidmet, möglicherweise ein Gipfeltreffen abzuhalten. Der Präsident halte es für wichtig, mit Russland im Dialog zu bleiben, sagte Sanders gefragt, ob die US-Regierung die Wahlen in Russland als frei und fair ansehe. Sagte Sanders, wir sind auf unsere Wahlen fokussiert, es steht uns nicht an, anderen Ländern vorzuschreiben, wie sie vorgehen. Trump und Putin haben sich erst einmal am Rande des G20-Gipfels in Hamburg 2017 getroffen. Ein bilaterales Gipfeltreffen gab es entgegen der Erwartungen nicht. Quelle: ntv.de.